Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dein spätes Mutterglück. Mein Name ist Gössinghoff, Dr. Heidi Gössinghoff. Ich bin Frauenärztin und Kinderwunschexpertin. Vorgestern Abend haben wir in der Praxis mit den Kollegen noch zusammengesessen und uns über einen Podcast unterhalten, der sich mit dem Coronavirus beschäftigt hat. Dabei mussten wir feststellen, dass auch unsere Patientinnen zunehmend verunsichert sind, gerade wenn es um die Frage geht, Kinderwunsch bzw. Schwangerschaft mit Coronavirus. Was lauern da für Gefahren? Da habe ich gedacht, dann machen wir das aktuelle Video zu diesem Thema und habe zusammengesucht, was ich an dürftigem Material im Internet gefunden habe. Ich habe heute ausnahmsweise mal die Schwangerschaft mit in das Video genommen, denn der Coronavirus wird uns noch bis Oktober mindestens beschäftigen, so die Prognosen, und eine Schwangerschaft dauert 9 Monate. Da hast du dann mal alles kompakt zusammen und kannst aufgrund dieser kompakten Informationslage deine Entscheidung treffen. Bekannt über Schwangerschaft und Coronavirus ist, und das sind alles Daten, die aus China kommen, dass Schwangere nicht heftiger erkranken als nicht schwangere Patientinnen. Das heißt, du hast keinen schwereren Krankheitsverlauf, wenn du schwanger bist. Wenn du jung bist, verläuft er meist milde. Was das Thema Übertragung im Mutterleib angeht, da gibt es auch recht wenig Daten, die aus China kommen. Es gibt keine Daten zur Übertragung von Mutter auf Kind im ersten bzw. im zweiten Schwangerschaftsdrittel. Es gibt ungefähr 6 bis 8 Kinder, deren Mütter sich im dritten Schwangerschaftsdrittel infiziert haben und entbunden haben. Hier hat man bei allen Kindern, sowohl in der Nabelschnur als auch im Fruchtwasser als auch in dem Mutterkuchen, keine Viren nachweisen können. Man geht heute davon aus, dass der Virus nicht über die Mutter zum ungeborenen Kind übertragen wird. Allerdings gibt es auch 2 Fälle, ebenfalls aus China, wo 2 Neugeborene 30 Stunden nach der Entbindung den Virus nachweisen konnten. Man geht allerdings hier davon aus, dass das Schmierinfektionen entweder durch die Mutter oder durchs Personal waren. Ein Punkt bei Coronavirus und Schwangerschaft ist allerdings kritisch. Beim Coronavirus bekommst du häufig hohes Fieber. Hohes Fieber kann Fehl- und Frühgeburten auslösen und steht im Verdacht, Fehlbildungen auszulösen. Deshalb, wenn du hohes Fieber hast in der Schwangerschaft, nimm bitte ein fiebersenkendes Mittel wie Paracetamol. Du kannst es auch gerne unterstützen durch physikalische Maßnahmen wie Wadenwickel. Die Kinder zeigen dann meist blande Infektionen, wenn sie sich infiziert haben. Überhaupt bei den Kindern scheint das Coronavirus doch recht gnädig zu sein. Viele haben gar keine Symptome, sind aber, und das ist das Gemeine daran, leider dann trotzdem ansteckend. Die Ansteckung erfolgt über Tröpfcheninfektion bzw. eine Schmierinfektion. Das heißt, wenn jemand niestet und die ganzen kleinen Viruspartikel verteilen sich in der Luft und du atmest sie ein, kannst du dich anstecken, genauso beim Husten. Wenn sich diese Viruspartikel auf der Türklinke oder auf irgendwelchen Flächen niederlassen, die du dann anfasst, und du fasst dann hinterher dir ins Gesicht, in die Augen oder in den Mund, dann kannst du dich auf diesem Weg auch anstecken. Das nennt man Schmierinfektion. Deshalb ist es ganz wichtig, dass, wenn du husten oder niesen musst, du vielleicht ein Papiertaschentuch benutzt, dir nach dem Niesen die Hände wäscht, und zwar gründlich mit Wasser und Seife. Man sagt, wenn du 2-mal alle meine Entchen gesungen hast dabei, dann darfst du aufhören. Außerdem kannst du die Übertragung noch verhindern, wenn du dich von großen Menschenmengen fernhältst, also Konzert- und Theaterbesuche oder auch Fußballspiele jetzt erstmal ein bisschen einschränkst. Und halte einen gesunden Abstand zu deinen Mitmenschen, 1,5 bis 2 Meter. Da fällt schon das Händeschütteln und das freundschaftliche Umarmen weg, und das ist auch gut. Gerade Risikogruppen müssen wir auf diese Art und Weise schützen. Die Risikogruppen, das sind die älteren Menschen über 65. Bei denen schlägt das Coronavirus nämlich ziemlich hart zu. Hier rechnet man mit einer Letalität, sprich mit einer Sterberate von 25%. Als junger Mensch hast du eine Sterberate von 0,7%. Das ist nicht viel, also die Verläufe bei den jungen Patienten sind meist gut. Solltest du allerdings Herz- oder Lungenerkrankungen haben oder sehr übergewichtig sein, dann gehörst du auch in jungem Alter schon zu den Risikogruppen. Symptome der Erkrankung sind ein trockener Reizhusten, Atembeschwerden, Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit. Alles eher so unspezifische Symptome. Wenn du das Gefühl hast, du könntest dich infiziert haben, dann bitte geh und lass dich testen, damit sich das Virus nicht so schnell weiter ausbreitet und du noch andere Menschen ansteckst. Und auch das ist wichtig, wenn jetzt zum Beispiel die Schule geschlossen wird und du das Kind der Oma in Obhut geben möchtest, ist das keine gute Idee.
Denn wenn deine Mutter über 65 ist, kann dein relativ symptomloses Kind die Mutter anstecken und damit, ja, so ein bisschen zum Todesengel werden. Stattdessen klingt nach Arbeit, ist aber vielleicht für dich, stattdessen, das klingt jetzt nach Arbeit, ist aber vielleicht auch so ein bisschen als Generationenvertrag zu sehen, solltest du für deine älteren Eltern einkaufen gehen und dafür sorgen, dass sie möglichst wenig Kontakt zu anderen Menschen haben und so vor dem Virus geschützt sind. Was machen wir jetzt bei Kinderwunsch, Schwangerschaft und Coronavirus? Wenn du jung und gesund bist, sehe ich keinen Grund, den Kinderwunsch zu verschieben. Nach jetziger Datenlage wird nicht viel passieren. Wie gesagt, nach jetziger Datenlage. Wenn du aber in den jüngeren Jahren jetzt schon zur Risikogruppe gehörst, weil du Herz- oder Lungenerkrankungen hast oder stark übergewichtig bist, dann würde ich überlegen, ob ich den Kinderwunsch vielleicht noch bis in den Herbst rein verschiebe. Wie gesagt, es wird erwartet, dass der Coronavirus noch bis Oktober ein heißes Thema bleibt. Dann hofft man, dass die Infektionswelle sich langsam ausläuft, dass wir genügend Leute haben, die jetzt schon immun sind und damit die anderen auch ein Stück weit schützen. So lange müssen wir leider durchhalten und müssen schauen, dass wir die Infektionswelle so ein bisschen verlangsamen. Schon allein deshalb, damit wir unser Gesundheitssystem nicht überfordern und dass wir das Gesundheitssystem schon allein deshalb, dass wir unser Gesundheitssystem schützen, damit es nicht kollabiert unter dem plötzlichen Massenansturm von Corona-Patienten. Denn wir haben ja auch noch ganz normale Patienten, in meinem Fall Schwangere, die gerne entbunden werden möchten oder jemand, der sich mal den Knochen bricht. Wenn nicht alle Patienten gleichzeitig ins Krankenhaus müssen, weil sie Corona haben, sondern weil die Infektionen sich etwas verlangsamen, schaffen wir es gemeinsam, dass das Gesundheitssystem nicht zusammenbricht. Denn auch für das Personal haben wir keine Impfung. Also, zusammenfassend, wenn du einen Kinderwunsch hast und nicht zu den Risikogruppen gehörst, kannst du es gerne machen, dass du den Kinderwunsch jetzt verwirklichst. Bitte halte dich aber an die Infektionsprophylaxe und melde dich, wenn du das Gefühl hast, du hast dich infiziert. Nur so können wir verhindern, dass das Virus sich schnell ausbreitet. Und nur so haben wir dann auch die Sicherheit, dass wenn du schwanger bist, du dann eben auch dich nicht infizierst. Ich hoffe, ich konnte dir in diese verworrene Datenlage ein bisschen Klarheit bringen und wünsche dir, auch wenn das Thema heute nicht so erfreulich war, alles Liebe. Deine Heidi.